herzliches Willkommen zu unserem heutigen Webinar aus der Serie Erweitern Sie Ihren eigenen AutoCAD IQ. Heute möchten wir das Thema Einführung in Civil 3D behandeln. Wir dachten uns, zu AutoCAD gehören natürlich auch die vertikalen Produkte wie Civil 3D, MEP oder Architecture. Und man sollte auch mal den Blick über den Tellerrand werfen und die zusätzlichen Produkte und deren Möglichkeiten kennenlernen. Ich bin Carsten Sänger. Ich präsentiere heute dieses Webinar und bei mir sitzt Maximilian Kroner, mein Kollege auch aus dem technischen Support von Autodesk. Wir beide supporten normalerweise Civil 3D. Und wenn Sie schon mal einen Support-Fall gelockt haben, dann haben Sie bestimmt schon mal mit uns zu tun gehabt. Bevor wir beginnen, möchte ich Sie daran erinnern, dass Sie Fragen und Anmerkungen oder Kommentare gerne im Chatfenster stellen können. Diese werden wir nach Möglichkeit direkt beantworten, also während der Präsentation. Ich werde am Ende der Präsentation nochmal überprüfen, ob es noch unbeantwortete Fragen gibt und diese können wir dann direkt behandeln. Die Präsentation wird wie immer aufgezeichnet und wird dann auf YouTube zur Verfügung gestellt. Und die PowerPoint sowie die Beispielzeichnungen, die wir in diesem Webinar zeigen, werden über einen Download von der Autodesk Box-Seite zur Verfügung gestellt, sodass Sie diese Übungen auch nachstellen können. Die Box-Seite oder die Cloud-Seite wird unter der Adresse autodesk.box.com AutoCAD IQ Deutsch zu finden sein. Beachten Sie außerdem noch unser deutschsprachiges Forum. Dort können Sie unter dem Punkt AutoCAD Produktfamilie Deutsch Forum Fragen stellen, also andere Nutzer um Rat und Tat bitten, auch nicht nur für die AutoCAD Produkte, sondern wie das reine AutoCAD, sondern eben auch für Civil 3D Map, Architecture, also alle vertikalen Produkte. Sie können dort auch Feedback zum Webinar geben, falls Sie eventuell noch weitere Fragen zu einem Webinar haben, das schon gelaufen ist. Oder Sie können in diesem Forum auch sagen, was Sie vielleicht als nächstes Thema gerne behandelt haben würden oder eben Anregungen und weiteres. Eine kurze Information, was die AutoCAD Help Webinar Serie ist. Sie wird von dem technischen Support von AutoCAD erstellt und präsentiert. Es handelt sich hierbei jeweils um eine 20 bis 40 Minuten Demo und Sie können eben die Fragen im Chatfenster direkt stellen. Die Präsentation wird aufgezeichnet und Links werden im E-Mail nach dem Webinar geschickt. Das nächste Webinar wird aller Voraussicht nach am 26. Januar 2017 sein und das Thema wird sein Tipps und Tricks im 3D-Volumenkörperbereich von AutoCAD. Ich sehe, hier habe ich ein S vergessen. Der Schreibfehler hat sich eingeschlichen. In der Mitte sehen Sie noch einmal die AutoCAD IQ Webinar Playlist von YouTube, den Link dazu und die Erweitern Sie Ihren AutoCAD IQ Downloads Seite, wo Sie die Beispiele, die PowerPoint und das Skript laden können. Auf der rechten Seite nochmal ein kurzer Hinweis und der Link zu dem englischsprachigen Forum sowie zum deutschsprachigen Forum und die Registrierung, der Link zur Registrierung und Einladung anderer zu dieser AutoCAD Web Serie. Noch ein kurzer Tipp, falls Sie beim Beta-Programm von AutoCAD mitmachen wollen, schreiben Sie ein E-Mail an entweder für AutoCAD an AutoCAD Beta oder für AutoCAD LT an AutoCAD LT Council at autodesk.com. Dort erhalten Sie dann Zugriff zu den Beta-Versionen der AutoCAD-Produkte. Dasselbe gibt es im Übrigen auch für Civil. Da schreiben Sie mir am besten ein E-Mail, wenn Sie dabei sein möchten und für die anderen vertikalen Produkten. Und dort können Sie auch, es ist wie ein internes Forum, quasi die neuen Versionen testen, Feedback geben, direkt mit den Entwicklern in Kontakt treten und Anregungen
geben. Es ist im Grunde ein gutes Werkzeug oder eine gute Möglichkeit, direkt auch quasi Einfluss auf das neue Produkt zu nehmen. Noch ein kurzer Hinweis auf das Autodesk Knowledge Network. Hier finden Sie alle Themenbereiche, die wir von Autodesk für AutoCAD zur Verfügung stellen möchten. Da geht es zum Beispiel um erste Schritte nach der Installation, vor der Installation, wie fange ich an, mit dem Produkt zu arbeiten, Lernprogramme, Tutorials, Downloads wie Service Packs oder Hotfixes und Fehlerbehebung. Hierzu gehören auch die Autodesk Wissensdatenbank, wo wir im Support im Grunde genommen alle bekannten Probleme, die wir so im Support treffen, dokumentieren und somit jedem zur Verfügung stellen. Das Thema heute, wie schon erwähnt, ist AutoCAD Civil 3D. Und was heißt das? Was ist Civil 3D? Da spielt die Georeferenzierung mit hinein. Die zwei weitere Produkte möchte ich kurz erwähnen. Das ist InfraWorks und Recap. Die sind so insofern wichtig, weil es hier einen Workflow gibt, der zwischen der den Austausch zwischen InfraWorks und Recap beinhaltet. Wir haben Punkte und DGMs, Achsen und Profile in Civil 3D, Querschnittsbestandteile, Querschnitte und 3D-Profilkörper und Rohrleitungen. Es ist nicht möglich, in einer Stunde ins tiefe Detail dieser ganzen Civil-Objekte zu gehen. Ich werde sie nur anschneiden und im Detail dann nur, wenn es gerade nötig ist, darauf eingehen. Wenn Sie möchten, dass wir eine tiefere Version oder eine Vertiefung in das Thema Civil 3D geben, dann schreiben Sie uns das doch bitte auf dieser Feedback-Seite. Sehen wir, wie es geht. Ich öffne einmal Civil 3D. Das ist im Grunde genommen ein AutoCAD-Produkt, also die Oberfläche werden Sie kennen von AutoCAD mit einem speziellen Civil 3D Arbeitsplatz. Die anderen drei Arbeitsplätze, die Sie in der Voreinstellung finden, ist Zeichnen und Beschriftung, 3D-Modellierung und Planung und Analyse. Das kennen Sie von AutoCAD. Civil 3D hat eine besondere Benutzeroberfläche, und zwar die Multifunktionsleiste ist etwas anders, und wir haben hier auf der linken Seite einen Projektbrowser. Wie ist die Oberfläche aufgebaut? Im Grunde genommen besteht quasi Civil 3D aus, sage ich jetzt mal, diesen neun Säulen. Und zwar sind das spezielle Civil 3D-Objekte, die jetzt jeweils in ihren Themen noch sehr viele Unterobjekte beinhalten. Aber diese neun Säulen, die Sie hier in der ja, neun sind es ja nicht. Wir haben hier auch noch drei dazu. Also es sind, sage ich jetzt mal, 12 Säulen. Die bilden quasi das Grundgerüst des Programms und den großen Unterschied zu AutoCAD. Der weitere große Unterschied zu AutoCAD ist der, dass man in Civil 3D normalerweise georeferenziert arbeitet. Das heißt, meine Daten sind alle im Raum, in der natürlichen Welt, referenziert. Dafür kann ich mir zum Beispiel aus einem Koordinatensystem Bibliothek einige Koordinaten ansehen, die schon vordefiniert sind. Sie kennen das vielleicht von anderen Produkten oder von GIS-Produkten, und kann dann sagen, in welchem Raum auf der Welt befinde ich mich, und kann mir dementsprechend mein Koordinatensystem auswählen. Wir haben hier auf der linken Seite unsere Zeichnung. Wir können hier auswählen zwischen der Hauptansicht und einer Ansicht der aktiven Zeichnung. Ich beschränke mich jetzt mal hier auf diese Zeichnung. Und in dieser Zeichnung sehen wir im Grunde genommen alle Civil-Objekte vermerkt. Ich habe Punkte. Handelt sich hier nicht um AutoCAD-Punkte, sondern um Koordinatenpunkte.
Der Unterschied zu AutoCAD-Punkten ist, dass diese Koordinatenpunkte echte XYZ-Werte haben, referenziert sind im Koordinatensystem und sie können noch Attribute haben. Und anhand von diesen Attributen und Eigenschaften kann ich mir die Punkte zu Punktgruppen gruppieren und dann dementsprechend getrennt voneinander ansprechen. Ich habe auch das Punktwolkenobjekt. Das ist im Grunde genommen die Recap-Punktwolke, die wir auch in AutoCAD kennen. Ich kann alles, was wir in AutoCAD mit der Punktwolke machen, in Civil 3D auch mit der Punktwolke machen, also Schnitte und Editierungen. Was ich zusätzlich machen kann, ist, dass ich in Civil 3D aus der Punktwolke ein digitales Geländemodell erstellen kann. Hier werden verschiedene Filter angewendet, um eben Objekte wie Bäume und so weiter aus der Punktwolke herauszufiltern und dann habe ich danach ein digitales Geländemodell. Mit dem digitalen Geländemodell beginnt eigentlich die Arbeit in Civil 3D. Denn alles, was ich mache, ist quasi, soll ja quasi für die wirkliche Welt konstruiert werden. Eine Straße, ein Kanalnetz, das liegt nicht irgendwo in der Luft oder irgendwo am Erdmittelpunkt, sondern soll wirklich mit den Koordinaten und der Isthöhe an dieser entsprechenden Stelle bearbeitet werden. Die Qualität des Projekts fällt und steht und fällt dann natürlich auch mit der Qualität des digitalen Geländes. Wir werden das im Laufe des Webinars nochmal genauer behandeln. Der nächste Schritt, den wir haben, oder das nächste Objekt, sind die Achsen. Achsen werden im Grunde genommen für Straßenkörper verwendet. Ich kann aber Achsen auch für Kanalnetze verwenden und eine Achse ist nicht nur eine einfache 2D- oder 3D-Polylinie, wie wir sie in AutoCAD haben, sondern eine Achse hat eine spezielle Geometrie. Und zwar ist diese Geometrie abhängig von Richtlinien, die wir in Civil 3D definieren können, zum Beispiel eine Straße oder eine Autobahn, hat eine andere Geometrie in der Kurve als jetzt ein Fluss oder so. Und die Achsen, nur als Beispiel, wenn ich mir eine Achse erstelle, dann habe ich hier die Möglichkeit, diese Achsen geometrisch richtig zu erstellen, beziehungsweise spezielle Bogen- und Kurvenelemente zu definieren, wie Pufferelemente und Klotoiden und Koppelelemente, die speziell im Straßenbau benötigt werden. Das nächste Objekt sind Elementkanten. Elementkanten sind für mich, würde ich jetzt mal sagen, die nächste Generation der 3D-Polylinien. Mit Elementkanten kann ich quasi sehr viel mehr anstellen als mit einer einzelnen 3D-Polylinie. Ich kann die Punkte einzeln verwenden. Ich kann mir Statistiken zwischen den einzelnen Stützpunkten der Elementkante auswählen oder erstellen, zum Beispiel auch anzeigen lassen, wie ist die Steigung oder Neigung zwischen zwei Punkten. Das werden wir aber auch noch im Laufe dieses Webinars kurz ansprechen. Gebiete sind im Grunde genommen die Unterteilung, topologisch richtige Unterteilung von Flächen in einem Netz. Im Grunde geht es hier um die zum Beispiel Grundstücke. Sie haben verschiedene Grundstücke und können diese dann topologisch aufteilen und in diesen Gebieten gibt es dann auch wieder Unterobjekte wie Elementkanten, Verschneidungen und so weiter. Einzugsgebiete sind zum Beispiel Wasser oder Regeneinzugsgebiete. Wenn ich ein digitales Geländemodell habe, kann ich mir hier berechnen, wo denn ein Tropfen, wenn er denn irgendwo auf dem Geländemodell auftrifft, wie er denn auf diesem Gelände abfließt, wo sich das Wasser sammelt und wie dann der akkumulierte Abfluss auf dem Gelände oder in dem Gelände ist.
Kanalnetze haben wir zwei verschiedene Objekte. Einmal die Gravitationsnetze, das sind quasi Kanäle, wo das Wasser aufgrund der Erdanziehung oder ja, selber abläuft, wo man nichts weiter machen muss. Oder wir haben Druckleitungsnetze, das sind die Netze, die zuführenden ja, Objekte haben, so, zuführenden Materialien, in dem Fall Wasser oder Gas wäre zum Beispiel ein Druckleitungsnetzwerk. 3D-Profilkörper, ein sehr wichtiges Thema im Straßenbau. Ein Körper, der oder ein 3D-Profilkörper stellt im Grunde genommen den Straßenkörper dar, in seinem schichtmäßigen Aufbau. Also wir haben ganz oben eine Teerschicht oder eine Oberschicht, dann zwischendrin eine Frostschutzschicht, unten ist der Schotter und wir haben Randsteine. Und dieser Profilkörper wird im Querschnitt so aufgebaut, die Querschnitte können wir hier erstellen, wie denn die Straße am Ende aussehen soll. Und dann können wir die Straße auch modellieren. Querschnitte habe ich ja gerade erklärt, brauchen wir hauptsächlich für 3D-Profilkörper, können aber auch alle möglichen Querschnitte sein, zum Beispiel Querschnitte von Tunneln, Querschnitte von Bahntrassen und so weiter. Knotenpunkte sehen wir im Grunde genommen bei Kreuzungen oder auch Kreisverkehren. Und als nächstes haben wir noch das Vermessungsmodul, bei dem wir in der Lage sind, die Daten von Tachymetern oder Vermessungsergebnissen oder Programmen direkt in Civil 3D einzuspielen und dort Rückwärtsschnitte und Schnitte zu berechnen oder automatisch Geometrien aus diesen gewonnenen oder aufgenommenen Punktdaten zu generieren. Fangen wir einfach mal an. Und zwar würde ich gerne ein kleines Fantasieprojekt mit Ihnen starten, mit einem und mit ein bisschen mit Daten spielen, so dass wir das repräsentativ für Sie mal zeigen. Ich würde jetzt hier hergehen und sagen, wir brauchen Daten. Dafür habe ich jetzt InfraWorks gestartet. InfraWorks arbeitet direkt auch im Datenaustausch mit Civil 3D zusammen. Das Schöne bei InfraWorks ist, ich kann quasi aus dem Nichts anfangen und mir ein digitales Geländemodell und andere Grunddaten, um einfach mal anzufangen, zu laden. Ich kann auch. Wo ist das jetzt geblieben? Hier. Ich kann auch, wenn ich normalerweise ein Projekt starte oder bekomme, dann bekomme ich auch Daten oder habe die Daten schon. Also zum Beispiel die Koordinaten der Achse oder die Koordinaten und Grundstücksgrenzen und so weiter. Aber ich möchte vielleicht auch noch ein bisschen mehr Kontext, also die Umgebung drumherum zeigen, was für die Repräsentation bestimmt sehr schön ist. Dann kann ich mir hier noch zusätzliche Daten laden. InfraWorks kommt mit einem Modul, dem Model Builder, daher. Und das Schöne an dem Model Builder ist, ist möglich, aus ein Gebiet auf der ganzen Welt einzugrenzen und dann im Augenblick noch ein Maximum an 200 Quadratkilometern herauszusuchen. Dieses wird sich im Laufe in naher Zukunft vergrößern. Und ich kann mir quasi mein Projektgebiet anhand von der normalen Kartensuche, wenn ich jetzt zum Beispiel hier mal München eingebe, würde er mir das finden. Ich kann jetzt hier einen Viereck oder eine Umgebung, ein Polygon importieren und sagen, ich möchte gerne eine Karte erstellt haben, eine 3D-Karte in dem Moment von diesem Gebiet. Das habe ich jetzt hier repräsentativ gemacht für dieses Gebiet hier. Das hatten Sie haben eh gerade schon gesehen. Das wäre jetzt hier in Bayern ein ländliches Gebiet, wo wir im Grunde genommen jetzt ein digitales Geländemodell haben. Wir sehen hier die Geländeinformation. Wir sehen, haben die Grundstücks, die Gebäudeumrisse bekommen. Und hier setzt InfraWorks repräsentativ jetzt einmal
nach dem Zufallsprinzip bestimmte Stile an und wir haben das Straßennetzwerk. Die Daten, die Straßen und Gebäude kommen aus den OpenStreetMap-Daten und das Geländemodell ist das SRTM-Modell in 30 Meter Auflösung, also frei verfügbare Daten, die Sie auch verwenden dürfen. Das SRTM 30 Meter Modell habe ich mir gedacht, wäre in unserer Detailplanung jetzt eigentlich nicht so schön. Meine Detailplanung oder mein Fantasieobjekt-Projekt wäre jetzt zum Beispiel, wir haben hier dieses Dorf und möchte, es soll eine Umgehungsstraße gebaut werden, die im Grunde genommen jetzt ein Teilstück erstmal hier ansetzt und diese Umgehungsstraße soll hier herüberführen, über das Feld zwischen diesen Siedlungen hindurch und hier weitergehen. Für eine genaue Planung bräuchten wir ein viel genaueres Modell. Und da wäre dann mein Vorschlag, dass man sich zum Beispiel bei den Landesvermessungsämtern die Punktwolkendaten der Geländebefliegungen holt. Diese gibt es entweder als komplette Gelände, also als Oberflächenmodell, das heißt, ich habe die Bäume und Häuser noch nicht herausgerechnet, oder eben als reine Grundflächenmodell, wo diese Geländehindernisse schon herausgerechnet sind. Hier wäre dann, oder was jetzt sehr modern ist, man hat für sein kleines Projektgebiet selber eine Drohnenbefliegung mit Laservermessung oder Fotovermessung erstellt. Man könnte zum Beispiel hier entlang fliegen und sich wirklich sein eigenes privates Geländemodell erstellen, wie es denn hier ist. Dieses Geländemodell könnte man, ich habe das jetzt mal beispielhaft gemacht, also das hier ist jetzt, sind jetzt die Landesvermessungsdaten, hoppala, jetzt habe ich hier was ausgewählt, die mit den Oberflächendaten und man sieht hier schön, es sind Laserpunkte, es ist eine Punktwolke, wo der Wald mit drin ist und wir sehen auch hier das Gelände und eben auch die Gebäude, wie sie hier drin aufgemessen und vermessen wurden. Diese Punktwolke, ich mache das mal zu, diese Punktwolke habe ich in InfraWorks geladen und kann dort aus der Punktwolke das selber mir die Oberfläche berechnen und diese Häuser herausrechnen. Zwei, drei. Für dieses Webinar werden wir uns mit den SRTM-Daten begnügen. Es geht ja hier auch nur um ein beispielhaftes Projekt, wie wir in Civil 3D vorgehen. Diese InfraWorks-Daten kann ich jetzt entweder als IMX exportieren. Ein IMX ist im Grunde genommen ein Austauschformat für Civil 3D-Objekte. Und die Civil 3D-Objekte hatte ich ja schon am Anfang angesprochen. Das sind die Straßen, die Infrastruktur-Dinge wie Geländestraßen. Wenn ich hier jetzt noch ein Kanalnetzwerk drin hätte, würde das auch in Civil 3D ankommen. Oder wenn ich nicht, ich mache das jetzt mal zu, InfraWorks brauchen wir jetzt nicht mehr. Wenn ich es nicht als IMX exportiere, dann kann ich es direkt in Civil 3D über einen Import von InfraWorks-Daten einfügen. Diesen Import, der öffnet sich ein Dialogfeld, welches Modell ich denn haben möchte, welches Koordinatensystem dem Modell zugewiesen wurde und wie mein Zeichnungskoordinatensystem ist. Es wird dann geprüft, ob diese Koordinatensysteme kompatibel sind zur Darstellung. Ich kann mir hier einen Filter auswählen, welche Projekte ich im Grunde genommen, oder nicht Projekte, welche Objekte ich in meine Zeichnung einfügen will. Dann könnte ich mir bestimmte Achsen auswählen und so weiter, mit diesen Auswahlsatz filtern. Das habe ich jetzt gemacht und erhalte dieses Projekt. Wir sehen hier die Achsen, die Straßenachsen. Und wir sehen das digitale Geländemodell. Wenn ich weiter reinzoome, dann wird das stärker gefiltert. Ich habe hier eine Ansicht eingestellt, die mir ein bisschen Speicher
freigibt. Je nach Zoom-Level wird mir mein digitales Geländemodell weniger detailliert dargestellt. Und ich sehe hier noch die Flussachse oder diese Bachachse, die wir da drin haben. Ist im Augenblick noch ein bisschen schwierig, sich dort zu orientieren. Es gibt in nicht Infrarad, in Civil 3D oder Map 3D den Befehl Geomap. Den gibt es auch in AutoCAD zur Darstellung. Aber in AutoCAD braucht man dazu einen Referenzpunkt, weil AutoCAD keine Koordinatensysteme verwalten kann. Civil 3D hat das Koordinatensystem, deswegen braucht man keinen Referenzpunkt. Und die Karte, die man sich hier im Hintergrund laden kann, ist eine Karte von Bing Maps. Man sieht es hier ganz rechts unten. Und die kann ich mir jetzt für den Hintergrund einblenden lassen und schauen, sind denn meine Daten soweit richtig geografisch angeordnet. Was ich nun gemacht habe, um die Datei etwas weiter zu bereinigen, wir brauchen ja nur, hier ist unser Interessensgebiet, wir brauchen ja nur diesen Bereich hier für unsere Umgehungsstraße. Ich habe das hier im Grunde genommen ausgeschnitten. Das wäre hier. Kann ich quasi ein zugeschnittenes DGM erstellen. Und mit diesem zugeschnittenen DGM, hier müssen wir die Zeichnung vorher speichern, das mache ich mal eben, erstelle ich mir einen Rahmen oder definiere das zugeschnittene Gebiet auf eine andere Weise und kann dieses, habe dann ein separates DGM, mit dem ich weiterarbeiten kann. Das habe ich auch gemacht, nämlich hier. Wenn ich hier jetzt Geomap eingebe, wir brauchen aber vorher die Zuordnung in dieser Zeichnung zum richtigen Koordinatensystem. Das mache ich eben mal kurz. Wir befinden uns im deutschen Hauptdreiecksnetzwerk, DHDN, Gauß-Krüger, Zone 4. Weise das den Koordinaten zu und kann jetzt mit Geomap mir die Übersicht darstellen lassen und schauen, ob ich denn richtig liege mit meinem Projektgebiet. Ja, das ist richtig. Und mein DGM ist soweit auch richtig. Das schalte ich jetzt mal aus für dieses Projekt, damit wir besser uns orientieren können. Das hier ist, ich habe hier zwei DGMs drin. Das hier ist das Surface 1.3. Hier noch ein anderer Hinweis, was auch ein Unterschied zu AutoCAD ist. In Civil 3D können alle Civil-Objekte spezielle Stile haben. In AutoCAD haben sie auch Stile, aber die werden durch Schraffurstile, Linienstile und so weiter relativ, würde ich jetzt mal sagen, rudimentär behandelt. Und in Civil 3D haben sie von den Stilen her, was die Stile betrifft, sehr viel mehr Möglichkeiten. Also zum Beispiel, was diese DGM-Stile betrifft, jetzt mache ich mal kurz auf, wie das aussieht. Sie haben für jeden Stil, ob es jetzt Linie für die Achse ist oder hier diese Beschriftungsstile, ein eigenes Dialogfeld, wo Sie für jeden Unterbereich sagen können, wie das Ding ausschauen soll am Ende. Hier Höhenlinienintervalle, wenn Sie Höhenlinien definieren und so weiter. Wir haben Raster, wie das Raster definiert soll. Sie können die sagen, wie die Punkte definiert werden sollen, sollen Blöcke verwendet werden oder AutoCAD-Stile, verschiedene 3D-Dreiecke angezeigt werden, wie die Wasserscheiden in einem DGM angezeigt werden sollen und so weiter und so fort. Sie haben natürlich auch die Möglichkeit, ein DGM zu analysieren, zum Beispiel nach Neigungen, nach Richtungen, die Neigungspfeiler anzudeuten. Oder nach Höhen, quasi eine farbige Darstellung anhand der Höhenbereiche zu definieren und dann zu sagen am Ende, wie soll denn in welchem Plan, im Lageplan, im Modell oder im Querprofil, was soll denn da
dementsprechend angezeigt werden. Wir haben in dem Moment nur die Dreiecke und die Ränder angezeigt, aber ich könnte genauso gut die Richtungen, Höhen und so weiter mir anzeigen lassen oder eine Kombination daraus und dann als eigenen Stil abspeichern. Gut. Dieses DGM möchte ich nicht dargestellt haben, aber deswegen mache ich es erstmal aus, dann sehen wir die Zeichnung sehr viel besser. Das hier können wir löschen, das brauchen wir nicht. Als nächstes habe ich mir für unseren zugeschnittenen Bereich hier die entsprechenden Achsen und die Gewässerlinie kopiert und in diese neue Zeichnung gebracht, damit unser Modell etwas kleiner ist. Und ich mache jetzt mal die Karte auch wieder aus, weil die stört uns auch. Die Gewässer habe ich blau gemacht und die Achsen, da ist es jetzt eine Eigenheit von InfraWorks, weil InfraWorks hier verschieden eine Achse sozusagen, obwohl sie offiziell zusammengehört, in verschiedene Teilbereiche unterteilt hat, aus verschiedenen Gründen. Zum Beispiel könnte hier eine Brücke definiert worden sein, dann hätte man nur hier ein kleines Teilstück der Achse. Um das zu bereinigen, habe ich die Achsen, ich habe zwei übrig gelassen, um das zu zeigen, was ich gemacht habe, und zwar diese hier, habe ich aus diesen Achsen Elementkanten erstellt. Elementkante aus Achse erstellen. Ich kann auch eine Elementkante selber digitalisieren oder aus anderen Objekten. Das wäre zum Beispiel eine 3D-Polylinie. Aber wir haben hier eine Achse als Basisgeometrie und ich erstelle die Elementkante und dann habe ich, kleine Erinnerung, eine Elementkante ist eine erweiterte 3D-Polylinie. Ich kann sagen, es soll die Achse in irgendeinem Gebiet liegen. Hier braucht die nicht in einem Gebiet. Wie soll die Achse heißen? Ich kann quasi jeder Achse einen eigenen Namen geben. Entschuldigung, die Elementkante heißen. Ich kann jeder Elementkante einen eigenen Namen geben. Ich kann einen Längsschnitt definieren. Hier in dem Moment habe ich nichts, weil die Elementkante, weil diese Achse noch keinen Längsschnitt hat. Dazu kommen wir gleich. Ich kann verschiedene Stile geben, Farben, Dicke und so weiter, je nachdem, was ich mit meiner Elementkante denn am Ende darstellen möchte. Eine Elementkante kann im Grunde genommen auch zum Beispiel eingefügt werden in ein digitales Geländemodell als Bruchkante. Wenn ich einen scharfen Knick im DGM habe, könnte ich hier eine Elementkante verwenden. Auf welchem Layer sollen die Elementkanten liegen? Und dann auch, wenn ich einen Bogen oder eine Kurve habe in der Elementkante, wie soll denn die unterteilt werden? Mit welchem Faktor? Ich lasse alles einfach mal auf den Vorgabeeinstellungen. Ich kann hier noch Bereinigungsfaktoren eingeben. Zum Beispiel sehe ich hier als die kleinen Dreiecke die Stützpunkte der Elementkante und kann dann sagen, wenn da sehr viele sind, es soll doch eine Bereinigung stattfinden der Punkte um 0,01% auf maximal oder mindestens 5 Meter und die 3D-Entfernung soll quasi 0,1 Meter sein. Ich sehe dann unten, wie diese Einstellungen hier, was die für Auswirkungen haben. In diesem Fall dieser kurzen Elementkante oder Achse werden keine Scheitelpunkte bereinigt werden mit diesen Einstellungen. Also alle vier bleiben erhalten. Jetzt habe ich diese Elementkante, meine Achse kann ich, die brauche ich nicht mehr, die lösche ich mal gleich. So, jetzt habe ich hier eine Elementkante und eine Elementkante. Nur um Ihnen das mal kurz zu zeigen, besteht aus einer horizontalen Geometrie und einer vertikalen Geometrie, die ich getrennt voneinander bearbeiten kann. Die horizontale Geometrie bearbeite ich im Grunde genommen wie eine 2D-Polylinie. Ich habe hier die Möglichkeiten, Stützpunkte einzufügen und zu löschen, die Richtung umzukehren der Elementkanten zu verbinden, aufzubrechen, und so weiter und so fort. Für die Höheninformation der Stützpunkte habe ich einen eigenen Bereich, wo ich dann zum Beispiel sagen kann, die Höhen schnell zu bearbeiten,
generell zu heben oder zu senken. Hier meine Neigung quasi prozentual festzulegen, also den nächsten Höhenpunkt anhand der Neigung zu berechnen und so weiter und so fort. Das Ganze sehe ich in der Übersicht in meinem Höheneditor. Hier habe ich meine vier Stützpunkte. Ich kann sagen, welche Höhe sie haben sollen. Liegen alle im Augenblick auf dem Nullbereich. Hier sehe ich die Länge des Segments zwischen Stützpunkt 1 und Stützpunkt 2. Ich kann die Neigung festlegen, was dann wiederum Auswirkungen auf meinen Höhenpunkt und so weiter hat. Der Grund, warum wir das in Elementkanten umwandeln, ist folgender. Das habe ich jetzt zum Beispiel hier gemacht. Hier hatte ich zwei Teilachsen und habe jetzt zwei Teilelementkanten. Die Achse lösche ich mal schnell, damit wir die brauchen wir auch nicht mehr. Und ich kann Achsen nicht einfach so verbinden, wenn es zwei verschiedene Objekte sind. Deswegen habe ich die Achsen in Elementkanten umgewandelt und kann jetzt sagen, bitte verbinde mir die Elementkanten. Die hier und die hier. Und jetzt habe ich eine lange Linie, eine Achse und kann diese Achse nun wieder oder aus dieser Elementkante eine Achse erstellen. Achse aus Objekt. Halt, da fehlt ein Zwischenschritt. Ich kann keine Achse direkt aus einer Elementkante erstellen. Ich muss die Elementkante vorher, das mache ich jetzt in einem Schritt, diese und diese, umwandeln. Und zwar indem ich sie auflöse und wenn ich eine Elementkante auflöse, dann habe ich im Grunde genommen eine 3D-Polylinie. Und aus dieser 3D-Polylinie erstelle ich jetzt aus dem Objekt 3D-Polylinie eine Achse. Sag, mir wird hier ein Richtungspfeil vorgegeben, sag, in welche Richtung soll die Achse laufen, weil die Achse wird auch stationiert mit einem Nullpunkt. In dem Moment ist das hier der Nullpunkt und hier ist der Endpunkt. Und habe dann hier meine Achse. Ich mache mal diese Beschriftung etwas kleiner, sodass wir hier ein bisschen mehr Platz haben. Also hier sehen wir diese Station. Welcher sind wir jetzt? Das ist die Achse. Wir haben jetzt hier eine Station, hier ist der Nullpunkt von dieser Achse und hier dieser Endpunkt der Kurve liegt bei 280 Meter. Mache jetzt noch aus dieser letzten Elementkante eine Achse, dann sind wir hiermit sozusagen vollständig, was die Achsen betrifft. Gut. Jetzt haben wir die Situation abgebildet und uns ein Bild gemacht. Und als nächstes werden wir die Achse digitalisieren, die wir für unsere Umgehungsstraße brauchen. Ich werde hierzu wieder unser Luftbild anschalten, sodass wir diese Achse auch gut sehen können. Also wir erstellen eine Achse selber. Nehmen die Hauptziele und werden einfach nur eine Tangente mit Bögen oder also eine Achse erstellen, die Bögen hat, nicht nur gerade Segmente. So, die setzen wir jetzt mal hier rein. Ganz vogelwild soll diese Achse hier durchgehen und wird quasi an dieser Stelle, nicht gerade beim Fluss, aber an dieser Stelle auf die andere Achse treffen. Gut, das ist schon mal das eine. Unser Geomap schalten wir wieder aus und konzentrieren uns auf diese Achse. Als erstes würde ich sagen, wir brauchen für diese Achse, das ist eine Mittelachse und heißt, wir schauen, 67 wird die wahrscheinlich heißen. Hab vergessen, einen Namen zu geben. Nein, hier ist die Achse 6. Achse Demo. So.
Wir brauchen für diese Achse einen Geländeschnitt. Wir könnten hier jetzt noch eine Querneigung berechnen anhand der Geschwindigkeit, wie schnell die Autos auf dieser Achse fahren dürfen. Könnten wir hier eine Querneigung setzen, damit wir hier im Grunde in der Kurve eine gewisse Neigung haben, damit das Auto nicht hinausgetragen wird aus der Kurve. Das geht aber jetzt zu sehr ins Detail, deswegen rechnen wir nur einen Längsschnitt. Das heißt, ein Schnitt durch das Gelände entlang dieser Achse. Wir haben die Achse und wir haben unser DGM und zeichnen uns dafür mal einen Höhenplan. Und dieser Höhenplan kann ich mir auch wieder im Stil auswählen. 1 zu 10 ist mir etwas zu hoch. Ich nehme jetzt einfach mal ein 1 zu 1, keine Überhöhung im Höhenplan in Achsrichtung. Also von links nach rechts in dem Fall. Ich habe hier noch weitere Möglichkeiten, wie mein Höhenplan aussehen soll, ob der Stationsbereich komplett abgebildet werden soll, also alle 600, von 0 bis 653 Meter oder nur ein bestimmter Bereich daraus. Dasselbe für die Höhe kann ich selber einstellen, wie der Höhenwert sein soll. Ich habe hier eine Höhenwertdifferenz zwischen 516 und 526 Meter und wie meine Anzeigeoptionen darstellen sein sollen. Weiter kann ich in den Höhenplan Datenbänder, also unter dem Diagramm, mir verschiedene Datenbänder anzeigen lassen, mit weiteren Informationen, die zum Beispiel Neigung beinhalten oder Höhenstationen, Höhenwerte und so weiter. Ich erstelle den Höhenplan mal neben meinem Modell hier oben und wir sehen, dadurch, dass wir hier einen relativ kleinen Wert haben und unsere Beschriftung auch sehr klein ist, sehen wir aber im Grunde genommen hier den Stationswert der Achse und wir sehen, dass an der Station 20 Meter der Höhenwert 522 Meter ist an dieser Stelle. Eine Achse oder eine Straße wird normalerweise nicht direkt auf dem Gelände gebaut, sondern wir haben hier normalerweise eine Gradiente oder einen Designhöhenplan, den ich mir hier erstellen kann. Es ist im Grunde genommen eine begradigte Oberfläche und diese kann ich mir diese Gradiente kann ich mir hier auch zeichnen. Ich zeichne jetzt hier einfach ganz einfach eine Gerade ein und um die Höhe möglichst gerade darzustellen. Digitalisieren wir uns hier sozusagen das Bett der Straße. So, und den letzten Punkt nehmen wir hier. Das ist jetzt unsere Gradiente, die wir für unsere Straße benötigen. Wir können hier noch einige Editierungen vornehmen für Gradienten, Höhenpunkte verschieben und so weiter, die Elemente dementsprechend Koppelelemente verwenden oder Pufferelemente, um hier die Geometrie der Gradiente dementsprechend anzupassen. Wir können uns das Ganze auch in der Tabelle anzeigen lassen, angefangen vom ersten Stützpunkt bis zum letzten Stützpunkt, wie die bestimmten Neigungen davor und danach sind. Also wir sehen hier, dass wir hier teilweise ganz schöne Höhendifferenzen haben, 5-prozentige Steigung, 4-prozentige Steigung oder Gefälle und das muss man natürlich entsprechend seiner Projektvorgaben bereinigen und berücksichtigen. Der nächste Schritt in unserem Projekt, wir haben hier einen Längsschnitt und wir haben hier die Höhenpläne, wäre, dass ich mir für meine Achse Querprofillinien anzeigen lasse. Diese Querprofillinien kann ich mir hier erstellen. Ich zeige Ihnen dann auch später noch, wozu die gut sind, bekomme hier mein Dialogfeld zum Erstellen der Querprofillinien und sage dann
an welcher Stelle will ich denn gerne mein Querprofil haben? Das kann ich hier auswählen. Oder ich gebe an, ich möchte alle nach Stationsbereich, alle, sage ich mal, 50 Meter eine Querprofillinie haben. Also das ist die Streifenbreite, wie breit denn mein Querprofil sein soll. Da reichen mir jetzt mal, sage ich, 15 Meter auf der linken Seite und 15 Meter auf der rechten Seite. Und mein Intervall soll 50 Meter sein an allen Ecken und Enden. Gut, wir sehen jetzt hier unsere Querprofile. Das sind diese hier, rechts und links. Und können uns zum Beispiel Querprofilpläne erstellen für jede Querprofillinie. Hier bekomme wieder mein Aus-Dialogfeld. Und gehe dann einmal weiter. Und sehe jetzt, für jede Querprofillinie habe ich dann ein einzelnes eigenes Querprofil entlang meiner Straße. Zoomen wir da mal rein und schauen uns an, wie das aussieht. Sehe ich gerade auf die Uhr. Hier haben wir das Straßenquerprofil. Wenn die Straße noch etwas Neigung hätte, dann wäre das etwas schiefer. So, der nächste Schritt in unserem Projekt wäre, dass wir einen 3D-Profilkörper erstellen für die Straße. Und dieser 3D-Profilkörper besteht, wie ich es vorher schon erwähnt habe, aus einem Querschnitt. Hierzu können wir einen Querschnitt definieren, den wir irgendwo platzieren und für die Konstruktion verwenden. Und es gibt für die Querschnitte, je nachdem, in welchem Land wir uns befinden, welche Civil 3D-Version Sie installiert haben, bestimmte Vorgaben. Mein Basisquerschnitt besteht aus einzelnen Objekten, zum Beispiel eine Fahrspur, die ich jetzt hier definieren kann und dann sagen kann, ich kann auch die Streifen, die Breite dieses Querschnitts hier editieren und die Neigung und dann kann ich sagen, ich möchte diesen Querschnitt hier auf der rechten Seite anfügen und baue mir dann im Grunde genommen den Querschnitt meiner Straße zusammen. Das gleiche nochmal für die linke Seite und so weiter. Und ich nehme jetzt eine Abkürzung und werde mir hier nicht kompliziert einen eigenen Querschnitt selber zusammenbauen, sondern ich nehme einen vordefinierten, den wir hier finden auf dem Querschnitte-Tab und ich nehme eine Sekundärstraße im Vollprofil und baue mir den Querschnitt hier hin, bringe ihn hier zur Anzeige. Und hier sehen wir im Grunde genommen, wie der Querschnitt oder der Straßenquerschnitt aufgebaut ist. Ich habe hier einen Anschluss, diese roten Linien ist der Anschluss zum Gelände, damit die Querschnitte nicht in der Luft hängen. Und mein Straßenkörper besteht aus mehreren Schichten, wie man hier sieht, auf der linken und auf der rechten Seite. Ich habe eine gewisse Neigung in der Straße, sodass Wasser abfließen kann. Und ich habe einen Randstein und einen Unterbau für den Randstein. Diesen Querschnitt werde ich jetzt verwenden für meine Achse oder zur Konstruktion meiner Achse. Wir zoomen mal auf unsere Achse. Hier haben wir sie. Und ich sage, ich möchte einen 3D-Profilkörper erstellen, also einen Straßenkörper, der mir
farbig dargestellt werden soll. Meine Achse ist diese Achse aus dem Demo. Mein Geländeschnitt ist nicht der Geländeschnitt, sondern meine Gradiente, die ich selber konstruiert habe. Mein Querschnitt ist dieser hier und ich soll das, möchte das Ganze gerne an mein Geländer anschließen. Bestätige das und habe dann noch im 3D-Profilkörper selber verschiedene Möglichkeiten, wie ich den 3D-Profilkörper konstruieren möchte. Zum Beispiel kann ich das Intervall der Stützstationen angeben. Das gebe ich jetzt mal mit 20 Meter an, damit da eine einigermaßen schöne Unterteilung der Geometrie da ist. Und ich kann natürlich Anschluss geben, Anschlüsse definieren. Einerseits mein Ziel-DGM. Ich kann auch sagen, an bestimmten Stellen soll meine Straße etwas breiter sein. Dann kann ich zum Beispiel zu einer Elementkante oder zu einer parallel verlaufenden 3D-Polylinie anschließen. Dann würde das horizontal etwas vergrößert werden. Ich kann aber auch diese 3D-Polylinie eine Höhe geben und kann dann sagen, schließ bitte an die Höhe an. Dann wird in diesem Bereich quasi meine Neigung überschrieben. Das lassen wir mal auf die Vorgabeeinstellung. Und lassen uns diesen 3D-Profilkörper erstellen. Wir haben hier gewisse Warnungen, dass kein Bodenpunkt gefunden werden kann mit den aktuellen Einstellungen. Aber jetzt sehen wir ganz gut, wie denn unser Straßenkörper hier in der Mitte aussieht und am Rand, wie denn das Gelände dazu aussieht. Ich zeige Ihnen das Ganze jetzt nochmal in der 3D-Ansicht. Dafür lasse ich mir für den 3D-Profilkörper ein DGM rechnen. Und hier habe ich die einzelnen Schichten meines Querschnitts und füge diesem DGM jetzt mal zur Berechnung einige dieser Schichten zu. Das ist dient dazu, dass die Verknüpfungen vernünftig gefunden werden im DGM. Und definiere dann noch eine Außengrenze dieses 3D-Profilkörpers, damit ich ein schönes definiertes DGM bekomme. Und jetzt sehe ich, ich habe hier ein DGM bekommen, was ich mir jetzt einmal darstellen lassen kann, zum Beispiel im Objektviewer. Hier am Anfang haben wir einen typischen Fehler im DGM. Das ist, wenn die Achse oder das etwas größer ist oder die Gradiente etwas größer als die Achse. Das musste ich noch bereinigen. Aber ansonsten sehe ich schön, wie das DGM aufgebaut ist und könnte mir jetzt anhand dieser DGM-Funktionen, die ich in Civil 3D habe, Auftrag und Abtrag berechnen im Unterschied oder für meine Erdarbeiten, die ich dort machen muss, quasi, was muss ich abtragen, damit meine Gradiente verwirklicht werden kann? Oder eben, wo muss ich aufschütten, damit die Gradiente dementsprechend gerade ist? Ich kann auch hier über die Analysefunktionen mir ausrechnen lassen, anhand meiner Schichten in diesem Querprofil, wie viel Schotter ich brauche und wie viel Teeroberfläche ich brauche, um meine Straße zu bauen. Das macht man alles über diesen Mengenermittlungsmanager und kann dann dementsprechend seine Planungen oder seine Projekt kalkulieren. Ich schneide jetzt noch mal ganz kurz das Thema Kanalnetze an. Ein Kanalnetz braucht man zum Beispiel eben in diesem Fall für diese Straße, um kann man quasi Regenwasser ablaufen zu lassen. Dafür würde ich jetzt hier ein Kanalnetz definieren mit Gullydeckeln, dass ich hier dann mir dementsprechend in mein Querprofil oder in mein Längsprofil projizieren kann. Apropos Querprofil, das wollte ich noch zeigen, den 3D-Profilkörper. Querprofil-Editor, hier kann ich quasi von Station zu Station auf der Achse hüpfen und mir mein 3D-Profilkörper ansehen, wie er denn ausschaut in den entsprechenden Stationen.
Wir sehen das hier. Wir sind jetzt an Station 1 und springen jetzt mal. Ich springe jetzt mal zu Station 20. Und da sehen wir im Grunde genommen hier die Geländeoberfläche in Rot und wie da mein 3D-Profilkörper drin liegt. Also wir haben keine Überhöhung oder Querneigung berechnet. Der 3D-Profilkörper ist immer horizontal. Gut, schließen wir das. Wir können jetzt an dieser Stelle eventuell einen Kreisverkehr erstellen. In Version 2017 haben wir die neue Funktion für den Kreisverkehr, der aus der Funktion vom Vehicle Tracking übernommen wird. Schöner ist, man kann entsprechend der Vorgaben der Tabellen, die im Hintergrund sind, können wir jetzt hier relativ schnell einen schönen Kreisverkehr platzieren. Das mache ich mal eben, damit Sie sehen, wie das relativ schnell geht. So. Und definieren jetzt die Zufahrtsstraßen des Kreisverkehrs. Einmal diese hier. Einmal haben wir eine Zufahrtsstraße. Okay. Und wir sehen schon, wie sich der Kreisverkehr langsam aufbaut. Und die Richtlinien des Kreisverkehrs sind angepasst an die Richtlinien der entsprechenden Länder. So, wir brauchen hier noch die Achse. Und sehen dann im Grunde genommen, jetzt müssten wir unser vorhandenes, eigentlich hätten wir diesen Kreisverkehr zuerst definieren müssen und dann hier an diese Achse anschließen. Unsere Zeit neigt sich dem Ende, deswegen würde ich jetzt hier einfach abbrechen. Wie gesagt, wenn Sie eine weitere Vertiefung von Civil 3D wünschen als zukünftiges Webinar, würde ich Sie bitten, es einfach auf der Feedback-Seite nochmal zu schreiben. Ich speichere diese Datei noch, damit Sie sie zum Spielen selber herunterladen können. So. Und was man nun noch anschließend machen könnte, wäre diese Änderungen in meinem Modell. Wir erinnern uns, wir haben die Rohdaten aus dem InfraWorks geladen. Diese Änderungen, die neue Straße wieder zurückzubringen in InfraWorks, sodass wir sie hier dann in diesem Bereich neu sehen und im räumlichen Kontext mit Luftbild und in vollem 3D. Aber das ist ein anderes Webinar, was wir vielleicht in Zukunft zeigen werden. Ich bedanke mich bei Ihnen nochmal für Ihre Aufmerksamkeit und dass Sie so lange bei uns dabei geblieben sind. Wie gesagt, fragen Sie uns oder geben Sie Feedback. Wir freuen uns über jedes Feedback, was Sie haben. Ich frage mal meinen Kollegen Max, haben wir weitere Fragen zu diesem Thema? Nein? Okay, dann haben Sie jetzt die Möglichkeit, nochmal in letzter Minute eine Frage zu stellen. Ansonsten können Sie Ihre Fragen natürlich auch per E-Mail schreiben oder wie gesagt auf dem Forum dementsprechend platzieren und wir werden uns die dann im Nachhinein ansehen und beantworten. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit für dieses Webinar und würde mich freuen, wenn Sie am 26. Januar wieder dabei sind, dann wieder mit dem reinen AutoCAD-Thema Editierung und Erstellung von 3D-Solids. Bis dahin, auf Wiedersehen.